Ah, es geht mit Mikro, okay. Okay. Du hast ja schon dieses Spiel erwähnt, dass die Rechten mit uns spielen. Und darauf bist du ja auch auf deinem Blog dann immer wieder gekommen, dieses unangenehme Gefühl, man kriegt sie nicht zu fassen. Und das finde ich ja mit das Interessanteste an dem Buch, wie ihr dieses Spiel dekonstruiert. Und das möchte ich dann auch gleich fragen. Aber Vorher zwei Sachen sozusagen zur Vorabklärung, die euch ja auch wichtig war, weil der Titel des Buchs hat sich rasend schnell abgekoppelt vom Buch selber und wurde zu so einer Art Chiffre in den letzten Wochen, so als sei das eine Einladung, jetzt doch mit den härtesten Nazis auf Kuschelkurs zu gehen. Und zum Teil ladet ihr dazu natürlich selber ein, oder wenn man das so lesen will, dann kann man natürlich viel finden. Am Anfang steht ein Zitat vom Wolfgang Herrndorf, mit dem du früher Fußball gespielt hast in Berlin. Ich habe jahrelang mit Nazis Rollhockey gespielt, fraternisiert und was weiß ich. Und was hat es meinem Charakter geschadet? Und ähnlich sportlich fordert ihr ja dann dazu auf, den argumentativen Wettstreit mit den Rechten zu suchen. Aber gibt es den nicht längst? Natürlich gibt es den längst. Die Frage ist nur, ob wir uns immer so wahnsinnig geschickt daran anstellen. Also es ist einfach so, wenn wir eine Partei, jetzt wenn wir mal sozusagen die offensichtlichste Erscheinungsform dieser des Rechtspopulismus oder eben einer sich gewandelten neuen Rechten, wie auch der intellektuelle Kern manchmal genannt wird, anguckt, die AfD, die ist bei knapp 15%, die hat ein Potenzial von 20% der Wähler, wird geschätzt. Das heißt, die ist sehr mächtig im politischen System, in der Öffentlichkeit vertreten. Das heißt, man kann ihr gar nicht mehr den Zutritt zum Diskursraum verwehren. Die sitzen in Talkshows, die sitzen in Parlamenten. Und diese 20% Wähler, die sitzen natürlich auch überall. Die sitzen am Esstisch, bei der Familie, die sitzen in der Kantine, in der Firma. Also das heißt, man hat es permanent, also eine Chance letztlich von fast 1-5 sozusagen auf diese Art von rechter Haltung zu treffen. Das heißt, es wird natürlich permanent geredet. So, was wir, glaube ich, unterschätzen, was uns klar werden muss, also uns Nichtrechten, das schließt das gesamte Spektrum, diese gesamten 85%, 87%, die Nichtrechte sind ein, das ist das gesamte Spektrum von konservativ bis links über liberal und grün, also alles, was sich irgendwie nicht als rechts begreift, muss, glaube ich, lernen, mit dieser Art des Rechtsseins zu Rande zu kommen, weil, und das wäre eben die Grundeinsicht unseres Buchs, wir nennen das rechte Sprachspiel, diese Diskussion mit diesen Rechten immer nach einem ähnlichen Schema verlaufen, das ist also ein beliebiges Reizthema, das kann von allen möglichen Richtungen kommen, aber natürlich besonders beliebt sind eben Themen wie Migration, Erinnerungskultur, das sind so klassische Themen von rechts, zunehmend aber auch Themen, die an sich eher auf der Linken verortet werden, wie Kapitalismuskritik zum Beispiel, eine erneuerte Form von Kulturkritik, Kritik am Liberalismus, an liberalen Lebensformen und so weiter. Also es kann aus allen möglichen thematischen Ecken einem passieren, dass man mit einer rechten Sprechhaltung konfrontiert wird. Und diese Sprechhaltung lebt davon, dass gegenüber also eigentlich gar kein sozusagen dialogisches Gespräch zustande kommen zu lassen, weswegen auch die Unterstellung, die uns oft gemacht wird, wir würden einen Kuschelkurs fahren oder wir seien irgendwie die letzten 5 Habermasianer auf diesem Planeten, die irgendwie an die Kraft des besseren Argumentes glaubten oder so, das ist vollkommener Unsinn, nichts davon steht in dem Buch. Unsere Ausgangsposition ist die, wir entkommen dem Gespräch, wie du völlig richtig sagst, wir entkommen dem Gespräch mit den Rechten nicht und wir müssen aber jetzt sozusagen schauen, dass wir in diesen Gesprächsformen, gerade in den öffentlichen, nicht den Fehler machen, sozusagen den Mobilisierungsmechanismus der Rechten zu bedienen. Und das ist relativ schwierig, weil man grundsätzlich sagen kann, die haben diese Art von Rechten, wir nennen die Diskursrechte, das sind aber nicht nur die paar Rechtsintellektuellen, die Zeitschriften gründen und so weiter, sondern das sind diskursive Muster, die sich bis weit in die Mitte der Gesellschaft verselbstständigt haben. Also die AfD zum Beispiel mobilisiert mit genau diesen Mustern, die in rechtsintellektuellen Kreisen vorgeformt werden. Also dieser Posterboy, der rechte Posterboy Götz Kubitschek zum Beispiel, ist einer sozusagen, der auch Strategien für die AfD mitentwickelt hat. Und ein wesentliches Merkmal dieser Strategien ist die Übernahme ehemals linker Taktiken. Ja, das sind Taktiken sozusagen, die sehr gut anstehen, Bewegungen, politischen Bewegungen, Gruppierungen, die aus einer Position der Schwäche, die stärkere Position, die Mehrheitsgesellschaft sozusagen, den Diskurs der Mehrheitsgesellschaft instrumentalisieren. Das heißt, eine der Haupttaktiken ist die Provokation. Also Provokation sozusagen ist das
Kernelement rechter Diskurstaktik in den letzten 10, 15, 20 Jahren geworden. Das kann man bei allen rechtspopulistischen Bewegungen sehen. Und deswegen ist also das Verhältnis zum Diskurs ist ein instrumentelles. Ja? Und das etabliert sozusagen eine Ambivalenz. Das heißt, der Rechte braucht dich im Gespräch sozusagen, um deine Reaktionen zu provozieren. Das heißt, je erwartbarer man selbst auf rechte Provokationen reagiert, je mehr man sozusagen die Unterstellung, die ist ja erstmal, ist die Behauptung, dass nämlich alle, die nicht recht seien, das ist ja sozusagen diese populistische Grundbehauptung, es gäbe eben das wahre Volk und es gäbe die Eliten, die sich sozusagen gegen die Interessen, gegen die wahren, echten Interessen des Volkes stellten. Und genau diese Behauptung, die ist es ja erstmal eine reine Behauptung, sozusagen performativ, Wirklichkeit werden zu lassen, indem ich von unterschiedlichsten Leuten, von einem Konservativen, von einem Grünen, von einem Liberalen und von einem Linken, die gleiche Reaktion sozusagen bekomme. Und das bestätigt performativ meine Unterstellung als Rechter und genau das mobilisiert den Anhang der Rechten. Und das muss man durchschauen, das muss man durchkreuzen und das kann man eben tatsächlich, weil die schon im Diskurs sind, auch nur im Diskurs, aber durch ein anderes Diskursverhalten. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt dieses Buchs. Wir entkommen dem Gespräch mit den Rechten nicht mehr. Sie instrumentalisieren das Gespräch und deswegen müssen wir uns strategisch darauf einstellen und auf eine andere Weise, als wir es reflexhaft und automatisch unserer Gewohnheit gemäß tun würden, auf sie reagieren. Das zweite sozusagen rote Tuch ist, dass ihr am Anfang sehr stark die Linken, eure linken Freunde angreift, worauf viel Kritik und Häme kam in einigen Kritiken. So, als ob das so selbstgefällige, tumbe, moralinsaure Idioten seien, so ein bisschen. Naja, das und die paar Linken, die ich überhaupt noch kenne, sind eigentlich anders. Also schlauer und gewitzter, ja, als also, ihr sie darstellt. Ja, wir sagen ja auch, wir sprechen ja auch ohne jede Ironie von unseren linken Freunden. Ja, wir sagen ja sogar, wir haben nichts gegen Linke, einige unserer besten Freunde sind welche. Ja? Also, und das ist vollkommen ernst gemeint. Das Buch trieft vor Ironie, aber diese Stelle ist absolut ernst gemeint. Und man muss eins dazu sagen, die ganze Anlage dieses Buchs, und das ist ein grundsätzliches Missverständnis, was aber ein bisschen auch unvermeidlich vielleicht ist, was hat mit dem deutschen Buchmarkt zu tun, dass wir eine sehr rigorose oder kategorische Trennung haben zwischen literarischen Büchern auf der einen Seite und Sachbüchern im weitesten Sinne auf der anderen Seite. Das hier ist natürlich ein Leitfaden, es geht um den Umgang mit Rechts und so weiter, das ist natürlich im Sachbuchregal einsortiert. Die ganze Anlage unseres Buchs ist aber literarisch. Ne? Das heißt, wir etablieren ein Rollenspiel, das sozusagen dieses eben gerade angedeutete, skizzierte Verhältnis von Rechten und Nichtrechten sozusagen zeigen will. Also unser Eindruck ist, dass ein verschärfendes Moment, ein Teil des Problems ist, dass wir immer nur über Rechte sprechen und dabei völlig übersehen, wie die davon leben, dass sie Verhältnisse mit Nichtrechten etablieren und ausbeuten. So. Und das Muster, wenn ich gerade von dem Muster der Rechten gesprochen habe, das Muster des Umgangs mit den Rechten, wurde von der Linken, von Linken etabliert. Das heißt, es geht nicht um die Dummheit von Linken als solchen, sondern es geht darum, dass ein bestimmtes Muster des Umgangs mit den Linken, und ich würde das Antifaschismus nennen, und zwar jetzt nicht nur die engeren Kreise der Antifa-Subkulturen, aber es gibt ein aus dem Weltkrieg stammendes Grundmuster des Umgangs mit Rechts, das ist antifaschistisch geprägt, von einer klaren Freund-Feind-Unterscheidung, also einem Muster sozusagen, einem Übernahmemuster, der übernommenen Muster der Rechten, dass dieses Antifa-Muster von der Linken geprägt ist, sich in die gesamte Gesellschaft verbreitet hat und da sozusagen zum Standard, zum nicht mehr reflektierten Standard des Umgangs mit Rechten geworden ist und dass das die Rechte sehr klug durchschaut hat und durch einen... Aber wie sieht das aus, dieser Kern? Lass mal den Max jetzt. Wie sieht dieser Kern aus, den du da gerade erwähnst, den man anscheinend seit 70 Jahren da feststellen kann, in dem Reden gegen Rechts? Und was ist der Fehler daran, sozusagen an diesem linken Reden über die Rechten oder gegen die Rechten? Also ich glaube, eine Sache, die man auch noch sehen muss, ist, dass sich ja um die Beschreibung der linken Position von rechts handelt. Also sozusagen, das ist ja... Also wir versuchen sozusagen sichtbar zu machen, wie die Linken von rechts gesehen und beschrieben, und zwar mit großem Erfolg beschrieben werden, mit großer Resonanz beschrieben werden. Um auf dieser Beschreibung sozusagen dieses Spiel aufzubauen. Und diese Beschreibung bezieht sich darauf, dass es eine Zuweisung ist, einer Position, die eigentlich nur Moralismus kann. Im Sinn von, ich sag was über die Wirklichkeit, und dann ist die linke Reaktion darauf,
die schiere Äußerung dieser Behauptung moralisch zu kritisieren, anstatt sich mit ihrem Inhalt auseinanderzusetzen. Das ist die Zuweisung. Das stimmt oder es stimmt nicht, aber es ist jedenfalls die Zuweisung. Und es ist eine Zuweisung, die Resonanz erfährt. Mhm. Und deswegen kommt es uns darauf an, also deswegen haben wir sozusagen das Ganze ja auch aus der Perspektive dieses sogenannten rechten Informanten geschildert. Das heißt, das ist jetzt nicht eine Wirklichkeitsbeschreibung, wo wir sagen, ja, genau so ist es, sondern das ist Teil dieses Sprachspiels. Das ist Teil dieser, und das ist auch Teil dessen, mit dem, also Teil des Grundes, warum dieses Sprachspiel so erfolgt. Also der Grundfehler ist moralische Überheblichkeit im Diskurs mit der Rechten, also eine Art überhebliche Zurechtweisung. Ja, oder auch eine Ersetzung der Auseinandersetzung mit dem, was über die Wirklichkeit behauptet wird, durch eine moralische Kritik an der Tatsache, dass es überhaupt behauptet wird. Wir haben ja, du hast gesagt, das ist auch ein literarischer Text, das ist ein sehr stark durchgearbeiteter Text, nicht so ein neutral runtergehacktes Sachbuch. Vielleicht lest ihr mal eine Passage vor, damit die Leute ungefähr eine Ahnung bekommen, wovon wir reden, wenn wir über mit Rechten reden. Wer sind die Rechten? Wer sind die anderen? Warum nennen wir sie nicht Linke, Grundgesetzfans oder freiheitlich-demokratische Edelmenschen, sondern Nicht-Rechte? Inwiefern verbindet beide Seiten eine problematische Beziehung? Und warum sollten sie überhaupt miteinander reden? Es gibt mittlerweile Berge von Literatur, die klären will, wer und was rechts ist. Verfasst teilweise von anderen über die Rechten, teilweise von diesen über sich selbst. Vor allem, wenn sie aus der nicht-rechten Ecke kommen, setzen diese Bücher bevorzugt bei den Inhalten an, bei bestimmten Ideen, Haltungen, Gesinnungen, Weltbildern, Absichten und Zielen, oft zusammengezogen in zwei Worten, die furchtbar nach Kasernenschweiß stinken, rechtes Gedankengut. Diese Literatur bietet wertvolle Anhaltspunkte, aber wir wollen anders ansetzen, aus drei Gründen. Erstens stellen die rechten Inhalte allein noch kein Problem dar. Selbst dann nicht, wenn sie sich zu einer extremistischen Ideologie verfestigt haben oder gar zu Straftaten motivieren. Im Gegenteil, bestünde die Rechte mehrheitlich aus Holocaustleugnern, Hitlerfans, Brandstiftern und Terroristen, handelte es sich bei ihnen mit einem Wort vor allem um gewaltbereite Neonazis, dann hätten wir kein Problem mit ihnen, wir hätten einen Job zu erledigen. Die Umtriebe einer staatsfeindlichen und latent kriminellen Subkultur könnten wir getrost den Wächtern überlassen, dem Verfassungsschutz, der Polizei, der Bundeszentrale für politische Bildung, Ursula von der Leyen und der Antifa. Unsere Perspektive schließt Neonazis und Rechtsterroristen nicht aus, aber wir halten es mit einer Maxime der angelsächsischen Rechtspraxis, Hard Cases make bad law. Wir werden, heißt das, die Extremfälle der Rechten von ihren moderateren Varianten her verstehen und nicht umgekehrt. Das Spektrum unseres Interesses beginnt diesseits der offenen Verfassungsfeindschaft, in einer Grauzone, deren Protagonisten nicht oder nicht mehr Teil der rechtsextremen Szene sind, aber auch nicht bereit, sich eindeutig von ihr abzugrenzen. Und sie reicht bis tief in die Mitte der Gesellschaft, in ein nach vielen Richtungen ausfransendes, jederzeit mobilisierbares, je nach Lage schnell an- und abschwellendes Milieu, in dem sich ein diffuses Unbehagen an den Zuständen in unserem Land breit gemacht hat. In Kreise, in denen sich Abendland auf Abendbrot reimt, wo man stolz auf das Latinum und die guten Manieren der Enkel ist und wo man sich im Zweifelsfall noch nicht einmal als rechts bezeichnen würde. Stehen die Intellektuellen der neuen Rechten am einen Ende der Skala, so nimmt den Rest eine durchaus bunte Mischung ein, in der die besorgten Bürger von Pegida auf nationalistische Sozialdemokraten wie Thilo Sarrazin treffen, sämtliche Schattierungen der Kultur-, Globalisierungs-, Islam- und Europakritik auf Betonkonservative wie Erika Steinbach, hitzige Charakterköpfe wie Nikolaus Fest oder Michael Klonowski auf durchgeknallte Autoren von Katzenkrimis und professionelle Krawallschachteln wie Matthias Matusek auf selbsternannte Reinkarnationen von Graf Stauffenberg und Sophie Scholl.
In den Zeitschriften Junge Freiheit und Sezession hat dieses Spektrum seine Leitorgane gefunden, in den Kommentarspalten und sozialen Netzwerken des Internets seinen Resonanzraum, in der AfD seine Repräsentantin auf der politischen Bühne. Das Wählerpotenzial der AfD wird auf etwa 20% der stimmberechtigten Bürger geschätzt. Und auch wenn sie es derzeit nicht ausschöpft, die von rechts radikalisierbare Mitte wird uns dauerhaft begleiten. In Präsidialdemokratien wie Frankreich stand sie an der Schwelle zur Macht. In den USA sitzt sie schon im Weißen Haus. Nun lässt sich aber das Rechte dieses Spektrums, und das wäre der zweite Grund unserer Zurückhaltung, nur schwer über die dort thematisierten Inhalte fassen. Isoliert betrachtet könnte man die meisten davon als konservativ, zur Not stockkonservativ bezeichnen. Schutz der Heimat, Beharren auf dem Nationalstaat, Beschränkung der Einwanderung, selbstbewusstes Christentum, meist katholisch oder evangelikal, Unbehagen an der kulturellen Moderne, Festhalten an traditionellen Geschlechterrollen, Anstand und Leistung als Erziehungsziele, latente Preußensehnsucht, Wertschätzung von Autorität und Führung, Schlussstrich unter die Vergangenheitsbewältigung, Anerkennung der Opfer von Bombenkrieg, Flucht und Vertreibung. Keinen dieser Programmpunkte, keinen dieser Werte muss man teilen, um ohne Probleme kontrovers darüber zu diskutieren. Davon abgesehen sind die Rechten, die wir meinen, inhaltlich viel beweglicher, als man oft denkt. Wenn sie etwa die aggressive Anpassungsfähigkeit des Kapitalismus kritisieren, könnte man sie auf den ersten und manchmal auch auf den zweiten Blick für Linke halten. Wenn sie den Abbau des Sozialstaats verlangen und radikal auf ihre Meinungsfreiheit bestehen, für Liberale. Wenn sie ein Birnenbäumchen pflanzen und die selbstgezogene rote Beete auf den Biomarkt tragen, für Grüne. Drittens aber würden wir unser Problem mit den Rechten entweder umschiffen oder verschärfen, wenn wir sie voreilig auf bestimmte Inhalte festlegen. Einerseits nämlich hoffen manche Rechte darauf, dass wir sie tatsächlich für das halten, wofür sie sich ausgeben, wenn wieder einmal ein faszinierter Reporter den Weg zu ihnen gefunden hat, die Ohren so spitz wie der Bleistift, als unbestechliche Avantgarde eines heimatlos gewordenen Konservativismus, hartes Holz ohne eine falsche Faser. Das aber würde sie harmloser machen, als sie sind. Die Schlange bleibt rätselhaft, auch wenn sie dem Reporter noch so leckeren Apfelkuchen backt. Andererseits ist es nicht weniger falsch, die Rechten, statt in die Falle ihrer Selbstinszenierungen zu tappen, auf das zu reduzieren, als was sie uns auf den ersten Blick erscheinen mögen, als gefährliche Bürger, als Verfassungsfeinde, als Faschisten oder Nazis. Denn statt der offenen Feindschaft zu unserer Staatsordnung setzen sie längst auf subtilere, viel schwerer zu greifende Methoden. Nein, allein über die Inhalte kriegt man die Rechten nicht. Entweder man verharmlost sie als Sekte schrulliger Modernitätsverweigerer oder man dämonisiert sie als Untote aus dunkler Vergangenheit. Beides verfehlt den Kern der Rechten, aber beides gefällt ihnen. Sie spielen nämlich ein Spiel mit uns. Jetzt lese ich noch zwei Seiten und dafür verzichten wir aber dann auf den zweiten Leseblock, den wir eigentlich noch vorhatten, weil wir nämlich weniger Zeit haben, als wir eigentlich dachten. Genau, ich setze jetzt direkt fort mit dem Kapitel, das die Überschrift trägt, das Gegenüber fest im Blick. Also, der letzte Satz war, sie spielen nämlich ein Spiel mit uns. Nennen wir es ein Sprachspiel. Im Sinne dieses Begriffs wollen wir als rechts nicht in erster Linie bestimmte Inhalte bezeichnen, sondern eine Praxis, eine bestimmte Art zu reden. Solange noch kein Bürgerkrieg herrscht, werden wir jemanden dann einen Rechten nennen, wenn er auf diese Weise redet. Und nur dann. Wenn der gleiche Mensch anders redet, sich die Fußnägel schneidet, einer alten Dame über die Straße hilft, Sorgen um sein krankes Kind leidet oder ein Orchester dirigiert, dann tut er das nicht als Rechter. Dabei meint das rechte Sprachspiel nicht nur die gesprochene Rede. Es können auch Texte sein, die so geschrieben sind, als wären sie jemandem ins Gesicht gesagt, und zwar in herausfordernder oder wehrhafter Tonlage. Rechtes Reden ist immer polemisch. Egal, was Rechte sagen oder schreiben, sie denken ihren Gegner mit. Wenn Rechte reden, dann haben sie dabei uns Nichtrechte, unsere Reaktionen und unsere Antworten fest im Blick. Sie sind sogar geradezu besessen von uns. Sie müssen, um als Rechte zu existieren, gegen uns reden. Auch darum wünschen wir sie zum Teufel. Aber sie trollen sich einfach nicht. Und das hat mehr mit uns selbst zu tun, als uns lieb sein kann. Das rechte Sprachspiel stellt uns vor ein strategisches Problem. Und das wollen wir nun skizzieren, um es im weiteren Verlauf zu einem Bild werden zu lassen. Wenn wir dabei von Rechten
und Nicht-Rechten sprechen, können Sie das wie Rollen eines Streitgesprächs auffassen? Als zwei Positionen, mit denen man sich identifizieren, die man aber auch jederzeit verlassen kann, um die jeweils andere einzunehmen, und sei es nur probeweise. Ganz offensichtlich sprechen wir dabei nicht aus neutraler Position, weil wir ja selbst Teil dieser Beziehung sind. Darum wird es sich nicht vermeiden lassen, dass wir in der Darstellung des Sprachspiels ein Subjekt, namens wir zunehmend die Rolle der Nichtrechten einnehmen wird und folglich ein Subjekt namens ihr die Rolle der Rechten. Und damit genug der Anführungszeichen. Ab jetzt geht es um Rechte und Nichtrechte, um euch und uns. Da die Entfaltung eines Beziehungsproblems auf einer Seite anfangen muss, beginnen wir mit einer Beschreibung der Rechten aus Sicht der Nichtrechten. Aber schon diese Beschreibung wird nicht ohne Positionswechsel zu haben sein. Die Frage, wer die Rechten für uns sind, ist nämlich nicht zu beantworten ohne die Frage, was die Rechten aus uns machen. Aus unserer Sicht haben die Rechten ein gewaltiges Identitätsproblem. Sie kreisen unentwegt um die Frage, was und wer sie sind und damit merkwürdigerweise auch um die Frage, was eigentlich rechts an ihnen ist. Und zugleich fühlen sie sich in ihrer Identität massiv bedroht. Und was hat das mit uns zu tun? Nichts, außer dass wir uns nicht in unserer Identität bedroht fühlen, ja, dass es vielen von uns sogar ganz egal ist, ob wir eine sogenannte Identität haben oder nicht. Allein das beweist in ihren Augen nämlich, dass wir mit dem herrschenden System identifiziert sind, einer Ideologie, die im Namen der Gleichheit die natürlichen Unterschiede zwischen den Menschen verleugnet, die das eigene nicht vom Fremden trennt, Männer nicht anders behandelt als Frauen und Dummheit genauso würdigt wie Intelligenz. Um sich von dieser Ideologie bedroht zu fühlen, müssen die Rechten praktischerweise gar nicht klären, worin denn dieses eigene besteht. Was einen Mann zum Mann macht und ob Intelligenz wirklich das Gegenteil von Dummheit ist. Es reicht, dass sie das Gefühl haben, nicht so existieren zu dürfen, wie es ihrer Natur entspräche. Das rechte Sprachspiel kann ohne inhaltliche Festlegung beginnen, nicht aber ohne die Behauptung einer Bedrohung. Und das heißt, nicht ohne uns. Denn wer sind wir für sie? Alle, die sie in ihrer natürlichen Entfaltung behindern, die ihnen die Anerkennung verweigern, die sie verneinen und verstoßen. Für sie sind wir die Widersacher, ihr aktives Gegenteil, und darum nennen sie uns am liebsten Linke. Früher oder später kommen die Rechten fast immer auf sich selbst und die Linken zu sprechen, denn was wären sie ohne die Linken? Nichts. Ein guter Beweis für diese letzten Sätze, dass für sie sozusagen alles, was nicht rechts ist, links ist oder die Linken ist, das Gegenbuch, was erschienen ist zu eurem Buch. Das heißt, also euer Buch heißt Mit Rechten reden und es gibt das Buch Mit Linken leben, was ein ziemlich, das muss man zugestehen, irgendwie jedenfalls rhetorisch ein schlagfertiger Move war. Der Titel ist das Beste an dem Buch. Ja, ja, ich weiß. Da sind ja jetzt viele Thesen drin und wir müssen ja dann auch noch die Miriam Heimel auf die Bühne bitten, deswegen machen wir das jetzt versuchen wir das mal kurz zu machen. Aber zum einen sagt ihr ja, die Rechten können gar nicht leben ohne die Linken. Die Rechten definieren sich sozusagen immer nur in Abgrenzung von der Linken. Ist es so stark defizitär? Könnt ihr nicht inzwischen wunderbar ohne uns auskommen in ihrem Sprachspiel und in ihrer Welt? Braucht Herr Lichtmeß immer noch Per Leo und Max Steinbeiß, um sich selbst zu definieren, oder Herr Sellner? Ich muss dir nur mal die Twitter-Quote von Lichtmeß angucken und die Obsessivität, mit der er quasi stündlich auf unser Buch zu sprechen kommt. Okay, guter Einwand. Jetzt geht es ja um dieses Sprachspiel, das er am Anfang schon so ein bisschen skizziert hat, aber das müsst ihr jetzt schon nochmal klären. Wie sieht das aus? Was sind das für zwei Positionen, auf denen die immer hin und her springen? Du hast es mir damals, als ich das Interview gemacht habe, sehr schon erklärt, als du diese Verfassungsblock-Trolle da versucht hast zu fassen und das Gefühl hattest, das ist argumentativ wie so ein Stück Seife. Und das arbeitet ja ziemlich klar raus, dass es eigentlich zwei Positionen ist, auf denen die immer hin und her switchen, und man will sie hier greifen, dann sind sie schon wieder da.
Das sind sogar mehr als zwei Positionen. Also in dem Buch beschreiben wir das als die, sozusagen die Kreisläuferpositionen. Also das ist ja, das glaube ich, damit können viele Leute aus eigener Anschauung was anfangen, wie unendlich frustrierend es ist, den Versuch zu unternehmen, sich inhaltlich mit Rechten, inhaltlich tatsächlich über Inhalte mit Rechten zu reden, weil das einem gewissen Muster folgt, wo man, wie du es schon angedeutet hast, immer das Gefühl hast, sobald man irgendwie die Hand an dem hat, worum es geht, flutschen sie einem weg wie ein Fisch aus der Hand. Zwei Punkte meinte ich, Opfer, Arschloch. Genau, also okay, also das ist der bisschen lehrhaft. Also das Opfer-Arschloch-Spiel, wie wir das in dem Buch nennen, besteht daraus, dass man sozusagen versucht, mit einem provokanten, aber zweideutigen oder mehrdeutigen Behauptung eine Empörungsgeste zu provozieren, um dann diese erwartete und strategisch eingepreiste Empörungsgeste als Rechtfertigung darüber zu nehmen für die Behauptung in the first place. Sozusagen. Also man behauptet zum Beispiel, dass man die ganze Zeit angegriffen wird, und das in einer Form, die tatsächlich Anlass bietet, sich zu empören. Und wenn dann diese erwartete Reaktion kommt, dann sagt man siste und braucht überhaupt nicht mehr zu begründen, was man eigentlich am Anfang behauptet hat. Und das nutzt man strategisch aus. Das wäre sozusagen dieses Arschloch-Opfer-Spiel. Es geht aber noch einen Schritt weiter. Wenn man dann tatsächlich versucht, sozusagen sich inhaltlich darauf einzulassen und Begründungen fordert für die Behauptung, die da steht, im Unterschied dazu, dass man gleich erstmal auf diese Empörungsstrategie einbiegt, dann macht man die Erfahrung, dass entweder sozusagen Behauptungen ad nauseam wiederholt werden oder dass statt der einen Behauptung die nächste Behauptung gesetzt wird sozusagen das Setzen von Behauptungen an die Stelle von Begründen von Behauptungen tritt. Wenn man darauf dann wieder hinweist, dann wird zum nächsten Punkt gesprungen, der darin besteht, dass man sich auf so eine Art Skeptizismus zurückzieht, so im Sinn von, naja, Begründung, jeder, also sagen, die Wahrheit kann man nie ermitteln. Wenn man auf die innere Selbstwidersprüchlichkeit dieser Position hinweist, dann flutscht er einem wieder weg und sagt, naja, deine Wahrheit, meine Wahrheit, so unterschiedlich ist die Weltsicht halt. Und wenn man da wiederum sagt, sozusagen, also wenn das eine wahr ist und das Gegenteil davon, dann kann ich das Gegenteil davon auch wahr sein. Dann bleibt als letzter Punkt sozusagen die Umarmung des Widerspruchs und zu sagen, wir sind halt nicht für den Logos, sondern für das Leben, und das Leben ist nun mal widersprüchlich und wir sind diejenigen, die damit zurechtkommen, und ihr Vernunftweicheier, ihr kommt damit halt nicht klar. Und das ist im Grunde dann sozusagen die Bejahung des Widerspruchs, das ist dann der reine Karneval, da kann man sich eigentlich, da endet tatsächlich, da kann man eigentlich nur noch lachen drüber. Ja? Aber sozusagen, das ist, also das fand ich auch für meinen Umgang mit dem Phänomen Rechten eigentlich in der Arbeit an dem Buch mit das Gewinnbringendste, tatsächlich diesen Mechanismus zu verstehen. Erstmal einfach nur zu verstehen. Um diesem Frustrationsgefühl zu entkommen und tatsächlich zu sehen, da ist Methode dahinter. Und diese Methode kann man benennen, und diese Methode kann man offenlegen, und gegen diese Methode kann man sich wappnen. Ich würde das gerne, vielleicht könnte man das zum Abschluss dann sozusagen auch nutzen. Ich würde genau das, was Max gerade in allgemeinen Zügen gesagt hat, mit einem Beispiel gerne unterlegen. Was also auch nochmal den Unterschied zeigt zwischen einerseits sozusagen diesem Arschloch-Opfer-Pendel und dem Kreisläufertum. Das ist nämlich unterschiedlich gelagert. Also man könnte sagen, das Arschloch-Opfer-Spiel, ja, das darin beruht, mit einer bestimmten Provokation eine letztlich exkludierende, ausschließende, etikettierende Haltung sozusagen zu provozieren und sich dann als Opfer des Ausschlusses zu inszenieren. Ja. Das ist eigentlich das leichteste Spiel für die Rechten. Und das ist tatsächlich etwas, was wir tatsächlich
dem eben links genannten Muster vorhalten würden, dass diese Gib Art... Gib mal zwei, drei Beispiele. Ja, das kommt gleich. Dass dieses Muster sozusagen, das würden wir tatsächlich als das Erwartbare, als das etablierte Muster sehen. Und das Kreisläufertum, was Max gerade beschreibt, diese argumentative Glitschigkeit, dass man ihr nicht entkommt, ja, das ist im Grunde schon der nächste Schritt und selbst der ist brutal frustrierend. Also wir sind so weit von Habermas weg, wie man nur irgendwie sein könnte. Wir sind total illusionslos, was sozusagen die Chancen des Argumentes betrifft, Rechte sozusagen im Diskurs zu überzeugen. Da machen wir uns keine Illusionen. Das ist in bestimmten Fällen vielleicht möglich, bei Jugendlichen oder so, aber darüber reden wir eigentlich nicht, sondern wir reden eigentlich über ein sehr geringes Ziel, was also heißt, erstmal den Rechten das Arschloch-Opfer-Spiel nicht zu schenken und sie sozusagen ernst zu nehmen und sie in den Diskurs zu zwingen, ist schon mal ein Fortschritt, weil wir dann es ihnen nicht so leicht machen. Also sich argumentativ zu verteidigen, das Kreisläufertum erfordert Energie. So, und darauf kann man dann auch reagieren. Man kann mehr oder weniger geschickt reagieren und selbst wenn man sie nicht überzeugt, man kann immer im Gespräch auch zeigen, was der andere gerade macht. Das wird ihn nicht überzeugen, aber das wird zum Beispiel Dritte, die sich sozusagen beim Arschloch-Opfer-Spiel mit den Rechten immer Gefahr laufen zu identifizieren, kann es überzeugen, dass man sagt, argumentativ habt ihr nichts auf der Pfanne. Und das kann ich auch zeigen. Das sind aber sehr, sehr, sehr geringe Einsätze. Da geht es nicht ums Überzeugen. So, und jetzt kommt das Beispiel, wo ich beides zeige und auch zeigen will, sozusagen, wie kontraproduktiv sozusagen die in bestimmten Fällen, nämlich dann, wenn die Rechten selber argumentativ auftreten, die aggressive Ausgrenzung, die aggressive Antifa-Taktik ist. Ich mache das fest an zwei und umgekehrt sozusagen, wie viel besser es wäre, sie im Argument zu stellen, nicht sie um sie zu überzeugen, sondern um ihnen die Auseinandersetzung schwerer zu machen. Wenn sie so, ich fange es von hinten an. Ich habe auf der Buchmesse ein wirklich beeindruckendes Erlebnis gehabt. Ich hatte viele beeindruckende Erlebnisse, aber das Stärkste waren zwei junge Aussteiger aus der neurechten Szene. Zwei Jungs. Der eine war bei beim rechtsextremen Ausleger der Deutschen Burschenschaft, der andere war lange engagiert bei der sogenannten Identitären Bewegung, also einer neurechten Jugendbewegung, die eine gewisse Attraktivität in Österreich noch mehr als in Deutschland hat, aber die Zuwachsraten hat. Die beiden Jungs waren ausgestiegen und zwar auf eine Weise, die erstmal super erfreulich war. Als ich gefragt habe, wie kam es dazu, meinten sie, ja, wir haben einfach mit Leuten geredet, die waren intelligenter als die Rechten. Ne? Die rechte Subkultur war erstmal interessant, weil sie nicht so stumpf war, wie man es von Neonazis erwartet. Die haben uns schon mit Intellekt gelockt. Aber dann kamen Leute, die waren intelligenter, die haben uns gezeigt, wie die wirklich ticken, wie viel völkische Substanz und so weiter noch drinsteckt, wo das alles herkommt. Und die haben uns überzeugt. Das ist erstmal super erfreulich. Das erzähle ich aber nicht als Selbstzweck, sondern ich erzähle es, weil ich sie in eine Situation sprach, in der sie total frustriert waren. Das war eine halbe Stunde nach diesem spektakulären Clash der Antaios-Veranstaltung, die wir ja beide zusammen besucht haben, über die du dann ja auch geschrieben hast für die SZ, wo drei rechte Bücher im Antaios-Verlag vorgestellt werden sollten. Warum waren die frustriert? Weil die aus der neurechten Szene kommend genau wissen, was denen unangenehm ist und was nicht. Und was ist denen unangenehm? Das sind einfach Fragen. Ja? Also du wirst die nicht platt machen im Diskurs, aber unangenehm ist es, wenn du sie, statt sie zu etikettieren, zu dämonisieren, auszugrenzen, als Nazis und so weiter zu beschimpfen, einfach fragst, so nach dem Motto, okay, wenn du das, was du da gerade gesagt hast, weiterdenkst. So, das ist im englischen Journalismus heißt das What if. Ja? Okay, nehmen wir an, das stimmt. Was folgt daraus? Dann sag mir mal, du benennst die Konsequenzen. Ich nenne dich nicht Nazi, aber du sagst, was folgt aus dem, was du gerade behauptet hast. Weil genau das wird immer offen gelassen. Gut, ich kann es ja anders sehen, aber du selber sollst sagen, dass zum Beispiel aus genau dieser Haltung in der Flüchtlingsfrage eigentlich, wenn man das zu Ende denkt, Bürgerkriegsszenarien entwickeln sollen. Das kann ich kann dich aber immer weiter in die Ecke drängen, indem ich dir unangenehme Fragen stelle. Damit werde ich dich nicht platt machen, aber das ist dir unangenehm. So. Sie wurden um diese Intervention, die sie aus intimer Kenntnis der Rechten, der neurechten Szene sich ausgedacht hatten, geprellt. Von wem? Von der Antifa. In dem Fall muss ich es wirklich mal ganz polemisch sagen, von der Antifa. So, warum? Weil es gar nicht dazu kam, weil nämlich antifaschistische Aktivisten meiner Meinung nach das Dümmste gemacht haben, was man gegenüber einer diskursiv auftretenden Rechten machen kann. Also die Antifa hat ihre absolute Berechtigung da, wo rechte Taktiken tatsächlich, wo es darum geht, Räume zu ergreifen. Also wo es wirklich um reale Beherrschung von Räumen geht. Also die sogenannten national befreiten Zonen in Ostdeutschland. Neonazi-Aufmärsche. Ja, fuck, wenn 100 Neonazis marschieren, dann müssen 200 Antifa dagegen marschieren. Einfach sagen, wir sind stärker. Das ist richtig. Wenn Flüchtlingsunterkünfte angegriffen werden und die Polizei nicht rechtzeitig da ist, dann sollen linke Aktivistinnen ausrücken und Flüchtlinge schützen. Alles richtig. Aber wenn die Diskursrechte auftritt, Bücher vorstellt, die natürlich hoch
kritikwürdig sind, die sollte man nicht niederbrüllen, sondern da sollte man Fragen stellen. Was macht die Antifa? Sie brüllt diese Veranstaltung nieder, es kommt zum Clash und man schenkt Martin Sellner, dem Posterboy der identitären Bewegung, das konnte man konnte dabei zugucken, wie er es also genießt, in die eine Rolle zu kommen, die er besser kann als jede andere, nämlich den rechten Straßenkämpfer. Der steht auf dem Stuhl und feuert durch ein Megafon seine Leute an und dann brüllen 150 Rechte, jeder hasst die Antifa. So, die Antifa schreit zurück und auf dem Höhepunkt zeigt man sozusagen, wo diese zwei Fankurven gegeneinander brüllen, zeigt man, dass im Zweifelsfall dann die Rechten von den Linken gelernt haben, nämlich eine paradoxe Interventionstaktik anwenden. Die Linken schreien irgendwann Nazis raus und die Rechten schreien zurück Nazis raus. Das ist gewitzt. Das ist ziemlich gewitzt. So, und deswegen ist das ein Punktsieg, ein riesengroßer Punktsieg für die Rechten gewesen. Und die beiden neurechten Aussteiger sind einfach um diesen ganz kleinen Triumph, nämlich ist den Rechten so unangenehm zu machen wie möglich, geprellt worden. Und da hat man die beiden Taktiken. Die Antifa ermöglicht das Arschloch-Opfer-Spiel. Diese Veranstaltung ist natürlich eine reine Provokation. Die rechnen genau damit. Die Linken hauen drauf, nachher Opferpose. Ja? Die müssen ja gar nichts machen. Die müssen sich nur hinsetzen und warten, bis die kommen. Während die neurechten Aussteiger hätten sozusagen den Kreisläufer aufgezwungen. Und das hätte man als solches zeigen können. Da hat man die beiden Taktiken einmal realisiert, einmal verhindert, sozusagen in einer Szene zusammen. Und damit bin ich fertig. Uns rast die Zeit davon. Ich überspringe ungefähr 14 Fragen, damit Miriam Heigl vor Mitternacht noch auf die Bühne kommt. Eine Frage habe ich. Das Buch endet ja, also es lohnt sich allein für diese Analyse, dieses einmal Arschloch-Opfer und dann dieser Kreisläufer, wie die das immer wieder machen, wie die diesen Seifentrick drauf haben. Das ist so gut beschrieben, finde ich, dass es sich dafür lohnt, diesen Text, dieses Buch zu lesen. Am Ende ladet ihr die Rechten ja zu so einer Art, zu einem Streitgespräch ein, zum Parley, wie es im Fluch der Karibik heißt. Wie stellt ihr euch das genau vor? Und sind die Rechten schon darauf eingestiegen? Ja, sie sind darauf eingestiegen. Ich sage jetzt nicht wer und was, weil es gibt sozusagen Verhandlungen, aber ich mache es ganz kurz. Die Frage, wie mit Rechten öffentlich gestritten werden sollte, also wir sind ja wirklich der Überzeugung, dass das gemacht werden soll, aber was uns auch klar ist, immer klar war, aber ich würde sagen, in den Diskussionen, die wir in dem Fall mit unseren linken Freunden, mit klugen Linken, das muss man nicht auch sagen, geführt haben, ist uns auch klar geworden, oder klarer noch, als es ohnehin schon war, wie wahnsinnig schwierig das ist. Ja, also wir sind uns viele Schwierigkeiten, über die wir jetzt auch geredet haben, sind uns klar. Man muss sehr, sehr, sehr gut aufpassen. Am Ende ist das wirklich die Frage, wer instrumentalisiert wen, ganz platt gesagt. Ja. Und die Gefahr von Rechten im Diskurs, gerade öffentlich instrumentalisiert zu werden, ist wahnsinnig hoch. Du hast ja neulich dieses schöne Interview mit Thomas Begrich. Wagner und David Begrich. So. Was eigentlich sehr interessant ist, weil erstmal Wagner hat ja mit Rechten extensiv gesprochen, tolles Buch darüber geschrieben. Begrich kommt aus der Basisarbeit an der rechten Basis in Ostdeutschland und das Interessante war, dass er ja erstmal eine klassisch linke Position hat und sagt, die nicht diskursfähig machen, nicht salonfähig machen, aber im Gespräch zugibt, das Problem ist gar nicht, dass man mit denen nicht reden sollte, ja, sondern im Gegenteil, wir sind schlecht gerüstet. Das ist ja das Interessante, dass sie am Ende eigentlich einer Meinung sind und Begrich würde sagen, Leute, zieht euch warm an, bereitet euch vor, nichts anderes würden wir sagen, mit dem wirklich extrem tollen und linken David Begrich. Ja. Genau, der hat das ja dann sehr, sehr konkret auch gemacht, als der irgendwie so eine naive Stadtverwaltung den Kubitschek ins Theater Magdeburg einladen wollte, hat der Begrich gesagt, no way, das ist genau verkehrt, da gebt ihr dem auch noch sozusagen unseren Kulturraum par excellence. Stattdessen hat er dann jemanden eingeladen, mit dem er ganz konkrete politische Dinge besprochen hat. Wie sieht euer Rentenkonzept aus? So. Und das war dann ein sehr guter Abend, weil da waren die vollkommen blank und so finde ich, muss man auch Kubitschek kann man auf der Bühne stellen. Das ist halt schwierig. Aber auch das ja, geht bloß den wollte man ja auch gar nicht, so, da hatte man ja gar kein Framing, sondern einfach nur gesagt, Kubitschek laden wir mal ein auf die Bühne und dann kann er natürlich reden, wer will. Ja. Während so hat der Begrich die Spielregeln vorgegeben und zumindest die drei Punkte, um die es gehen soll. Und da war das halt dann wirklich des Kaisers neue Kleider. Also der war einfach nackt, dieser AfDler. Genau, es gab ja diesen Vorfall in Amerika mit dem Bard College, die den Mark Jongen, diesen sogenannten Chefintellektuellen der AfD, eingeladen haben, so ein bisschen aus der Haltung heraus,
ist doch interessant, dass ein Sloterdijk-Schüler, der da jetzt bei der AfD eine Rolle spielt, lass uns doch mal gucken. Und dann haben sie den eingeladen und der hat offenbar, und das Bittere daran war, dass es tatsächlich ziemlich egal war, dass der tatsächlich diskursiv völlig untergegangen ist. Und natürlich hatten die keine Mühe damit, den da auseinanderzunehmen mit den Positionen, die der da hatte. Und trotzdem kann er sozusagen jetzt in den damit Öffentlichkeitsarbeit machen, dass er auf diesem sehr honorigen Podium da saß. Naja, und weil er halt erstmal eine Rede halten durfte, in der er seinen thymotischen Mist da vom Stapel lassen konnte. Ja. Ich glaube, er hat ja nicht mal den thymotischen Mist, egal, das ist jetzt zu sehr. Genau. Okay.